2007 für die Wirtschaftsjahr in München. Da haben wir damals ein System gesucht, das genau das kann. Haben nichts gefunden. Ich hatte damals gerade ein bisschen Zeit, ein bisschen Lust, ein bisschen Spaß. Ehrenamt ist ja auch immer ein bisschen dabei. Und da haben wir angefangen, einfach ein eigenes System zu bauen, so wie es mir selber gefallen hat. Möglichst einfach zu bedienen und möglichst so, dass es ja, trotzdem alles machen kann, was ich im Verein und speziell bei den Münchnern so brauche. Na, der Vorstand, der kann damit die Mitglieder verwalten, kann die Veranstaltungen verwalten, sieht auch, wie erfolgreich bestimmte Bereiche seines Vereins funktionieren. Der Schriftführer, der kann im Speziellen auch die Mitgliederdaten einzeln verwalten, der kann auch alle Protokolle online ablegen und kann damit einfach sehr effizient mit dem System umgehen. Eine Veranstaltung legt man mit ein paar Klicks an, eine Einladung kann man mit ganz wenigen Klicks verschicken, per PDF, Brief oder auch per Mail. Ja, die Leute, die eine Mail bekommen, können sich mit einem Klick zu einer Veranstaltung anmelden. Hat natürlich einen riesen Vorteil, wenn ich weiß, wie viele Leute zu meiner Veranstaltung kommen. Dann weiß ich, wie groß der Raum sein muss, den ich buche. Dann weiß ich, wie viel Catering ich bestellen muss und so weiter. Der Kassierer, der kann hergehen und sagen, hey, ich sehe alle offenen Rechnungen, die ich gerade noch habe. Mit wenigen Klicks kann man sich Mitgliedsbeitragsrechnungen generieren. Die sind dann im Kassensystem. Und mein Kassensystem sehe ich immer, weil er hat noch nicht bezahlt. Kann ich meine Bankkonto einlesen, wird sofort abgeglichen. Kann ich manuell mein Bankkonto durchgehen und noch sagen, na, der hat auch bezahlt. Also ich kann mich wirklich mit meiner Arbeit aufs Wesentliche konzentrieren. Ein wichtiger Aspekt ist noch das Image für den Verein, weil mit der professionellen Seite lockt er auch neue Mitglieder an, ist auch für die Presse interessant, über den Verein zu berichten und ja, sieht einfach, was in dem Verein alles so los ist. Jeder, der irgendwo mit Vereinsverwaltung zu tun hat, für den bietet sich so ein System an. Und das System kann sehr viel. Und was natürlich jetzt auch gerade für Wirtschaftssenioren sehr gut ist, es gibt halt schon viele Muster, viele Vorlagen, die man eigentlich ohne große Änderungen verwenden kann, was nochmal Zeit erspart. Verein Online ist eine super Software für Mitgliederverwaltung, für eine zentrale Stelle. Es ist eine Terminverwaltung mit vorhanden. Es kann die komplette Kommunikation über E-Mail-Verkehr, über Serienbriefe drüber laufen. Ich empfehle Verein Online weiter, weil es schnell, einfach und auch vollumfänglich in der Handhabung ist. Wir haben uns für Verein Online entschieden, weil es einfach ein super Tool ist. Es bietet viel, viel mehr, als man am Anfang erwarten könnte. Und ist eigentlich genau perfekt für jeden Verein, der sich gut aufstellen möchte.